Ja, und parallel zu allen anderen Projekten fange ich jetzt an mit Projekt, ja, wie soll ich mal sagen, Gewächshaus Nummer 2. Ich weiß gar nicht, sieht man es? Ja, also wird ja genauso groß wie das jetzige. Der komische Baum da muss weg, also der da. Und natürlich hier alles auch plan gemacht werden. Das Planmachen ist gar nicht so schlimm. Da säbel ich einmal ganz kurz mit dem Rasenmäher drüber. Aber jetzt gehe ich erstmal an den Baum. Schnipp, schnapp, Baum ab. Ich denke, ich muss ja auch mal ganz kurz die Kettensäge in Einsatz bringen. Übrigens, über die Kettensäge gibt es später noch mal irgendwann eine tolle Geschichte. Ich sage nur Kettensäge, Bioöl und Mäuse. Mehr sage ich noch nicht. Bleibt neugierig. Und so weiter und so weiter. Erstmal Schnitt. Filmschnitt. Ne? Bis dann. Ja, und da ich noch nicht ganz so geübt bin mit dem Umgang von Kettensägen oder mit Kettensägen, gut, hier diese anderen Bäumchen, das waren richtige Bäumchen, die konnte man halt so abschneiden. Na gut, also weil ich halt noch nicht so ganz so geübt bin, mache ich das hier in Etappen. Man will sich ja nicht wehtun, Schutzkleidung habe ich auch nicht. Ich will jetzt erstmal so kappen, dann hier den kappen, dann mache ich den weg, weil schlussendlich muss ich ja irgendwie da unten rankommen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ach. Na gut, bei denen hier habe ich jetzt keine Bedenken. Oh, und ihr seid Zeuge. Spaß machen tut. Boah, kurze Zeit später war das Gelumpe weg. Mehr schlecht als recht, weil das Problem, was ich halt habe, hier ist so ein Maschendrahtzaun. Und da darf ich ja nicht unbedingt mit der Kettensäge reinkommen. Allerdings war nicht nur der Strauch oder Baum weg, sondern auch, ich hoffe, man kann es sehen, ich versuche es mal ein bisschen hinzuhalten, der Bolzen hier war auch weg. Mal gucken, wo ich sowas herkriege. Aber egal, morgen geht's weiter. Morgen wird das Fundament erstmal zusammengemacht von Gewächshaus und dann hier soll es dann irgendwo hin. Muss zugeben, da freue ich mich richtig drauf. Joa. Wow, was eine Anleitung. Naja, technisch halt. Ohne Worte, würde ich sagen, oder? So, jetzt erstmal sortieren, sortieren, sortieren. Und dann, oh, merken Sie alle ganz besessen, umdrehen. Wir haben das Fundament vergessen. War wirklich so, wir haben gedacht, wir hätten das Fundament mitbestellt. Nein. Also nachgedacht, nachbestellt und dann, ja, war es da. Das begehrte Fundament. Naja, was heißt Fundament? Das sind nur irgendwelche U-Profile. Ich gebe euch einen Tipp, macht das alles nur mit Handschuhe. Die Dinger sind nicht nur scharf, die sind sogar sauscharf. Joa. Also erstmal schauen, wie funktioniert das Ganze überhaupt. Ja, und kurze Zeit später, ungefähr eine Stunde oder so, war das Fundament dann auch schon montiert. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen, aber es war noch am falschen Fleck. Und dadurch, dass nicht alles so stabil ist, ich gebe euch einen Tipp, hochkant tragen, dann geht es. Jetzt steht es ungefähr da, wo es hin soll, wird noch ausgerichtet und dann schauen wir mal weiter. Ja,
Und wie der Name Erzgebirge schon vermuten lässt, ich sagte es ja schon eigentlich schon in den anderen Videos, bei uns ist nichts flach, bei uns ist nichts plan, es geht hoch, es geht runter. Und ausgerechnet in der Mitte ungefähr vom Gewächshaus geht es richtig steil bergab. Siehe da, das Spaltmaß, ui, 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 ui. Das hält ja nicht von hier bis morgen, dachte ich mir. Naja, Gott sei Dank hatten wir ja noch den Aushub, oder haben wir ja noch den Aushub von Katja ihrer Terrasse. Und dementsprechend muss das jetzt alles noch unterfüttert werden und dann, mit es einigermaßen gerade ist. Aber zum Glück hatten wir ja neuen Reifen auf unseren Schubkarre. Dementsprechend ging das alles relativ einfach los. Endete aber ein Desaster, weil irgendwann wollten die Muskeln nicht mehr mitspielen. Ah ja, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Ne? Paradoxerweise beginnt ja die Anleitung damit, dass man die Fenster und die Tür zusammenschraubt. Bei der Anleitung heißt es auch, man sollte die Fenster also direkt zusammen montieren. Was aber Blödsinn ist, weil dann kriegt ihr nämlich später die Scheibe gar nicht mehr rein. Es fällt ja auch auf, dass hier ein Langloch ist. Also hat man sich das Ganze wahrscheinlich etwas anders ausgedacht, und zwar folgendermaßen. Steht aber so nicht in der Anleitung drin. Und zwar... Hoffentlich habe ich jetzt auch noch die... Ja, hab ich. So, ihr nehmt einfach hier diese komischen Schrauben, die überall dabei sind. Quasi, die habt ihr ja, glaube ich, 300 Mal. Setzt die einfach auf. Hier und da. Ich hoffe, man kann es sehen, aber ich erkläre es ja trotzdem. Macht ganz leicht die Mutter drauf. Nur ganz, ganz leicht. Also, was weiß ich, 2-3 Gewindegänge. Quasi so, dass ihr hinterher noch nachziehen könnt. So. Auf der anderen Seite, das war gerade mein Fehler, Entschuldigung, aber ist nicht schlimm. Auf der anderen Seite, zack, zieht ihr das Ganze tatsächlich schon an. Nee, macht ihr nämlich nicht. Quatsch, Blödsinn, schneide ich später raus. Nein, auf beiden Seiten, so wie ich angefangen habe, die Schraube und die Mutter. 2-3 Gewindegänge, meinetwegen auch 4. Hauptsache ihr habt später noch so viel Fleisch, dass ihr die Nut da quasi reinkriegt. Okay, gesagt, getan. Dann schiebt ihr eure Scheibe rein. Achtet darauf, dass die Innenseite, also die weiße Seite nach innen ist, wegen der UV-Beschichtung. Ich markiere mir das übrigens noch mit einem Edding, falls mal eine Scheibe rausfliegt oder so, damit man später weiß, wie rum gehört es einfach rein. Ihr schiebt dann die Scheibe rein. Und erst dann drückt ihr diese beiden Knüppels hoch, fügt das ein, schraubt das Ganze zusammen und fertig ist das Ding. Man braucht pro Scheibe, sagen wir mal, 5 Minuten. Ohne diesen Tipp braucht ihr bestimmt 20 Minuten, 30 Minuten, weil es geht nicht. Wenn zusammengeschraubt, kriegt ihr sie nicht rein. Ja, also so viel dazu. Ja, war ja erklärlich, ne? Bis dann! Ja, und gleichzeitig hat die Katja angefangen zu überlegen und zu sortieren. Manchmal gar nicht so einfach. Ja, sortieren, überlegen, hinlegen.
dann war es soweit. Bricht fest, Stößchen, das haben wir uns verdient. Auf jeden Fall haben wir uns das verdient. Stolz wie Oscar, würde ich sagen. Jawohl, gute Arbeit. Und dann wurde es richtig spannend, die sogenannte Hochzeit. Oje, 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 oje. Passt alles? Passt alles? Passt alles? Oh, Spannung steigt. Direkt auf Anhieb hat es gepasst. Dank Katja ihrer wunderbaren Vorarbeit, was das Fundament angeht, also die Begradigung. Super! So, mit diesen kleinen Klammern wird quasi das Fundament und das eigentliche Gewächshaus verbunden. Die sind klein, aber die halten die Hölle, weil sind ja auch ein paar. Ja, damit uns nicht das gleiche passiert wie bei Gewächshaus Nummer 1, also dass uns die Scheiben einfach wegfliegen, obwohl sie gesichert werden mit den Klammern, die dabei sind, aber für mich sind die Dinger einfach nur Mumpitz, also damit die Scheiben nicht wieder wegfliegen, weil wir haben ja allgegenwärtig Wind, also fast immer, wird direkt wieder mal mit meinen geliebten Blindnieten das Ganze vernietet. Zum Schluss sollten es über 100 Nieten sein bzw. werden und 30 bis 40 haben mir sogar noch gefehlt, muss ich nochmal nachmessen. Diese Arbeit, habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt, ist sehr anstrengend, wirklich geht auf die Finger, aber ich will das nicht missen. Bei Gewächshaus Nummer 1 klappert gar nichts mehr, es hält, es ist Bombe. Na, also nochmal als Tipp, Blindnieten verwenden. Jawohl, unbedingt. Ja, und das Einführen der Scheiben erfordert auf jeden Fall etwas Geschick und vor allen Dingen Geduld. An Geduld hat es mir an der Stelle echt gemangelt, weil ich mochte einfach nicht mehr. Das Video habe ich hier an der Stelle geschnitten, weil ich habe schon 5 Minuten oder so gekämpft, nur für eine so eine blöde Scheibe. Ihr habt so eine Art Schiene in Schiene mit zwei Nasen, die wiederum ineinander greifen. Entweder hast du die obere drinne oder hast die untere drinne. Jetzt hat es irgendwann mal geklappt. Ich weiß nicht, ob es da einen Trick gibt oder vielleicht bin ich auch zu doof. Meistens bin ich ja einfach zu doof, aber ich stehe ja wenigstens dazu. Naja, die zweite Seite ging dann komischerweise schneller. Kann aber auch sein, weil ich jetzt nicht mehr in die Sonne gucken musste. Kann natürlich auch sein. Also, Freunde, das macht Spaß mit den Scheiben. Das kann ich euch sagen. Ehrlich. Naja, ein bisschen quälen muss ja auch mal sein. So, und jetzt nochmal zum Verständnis. Mir ist es jetzt tatsächlich passiert, obwohl beides von der gleichen Firma geliefert wurde, ist es tatsächlich nicht kompatibel, weil die normalen Löcher, diese hier, ich hoffe, man kann sie erkennen, sind ja eigentlich für die Haken da, wo man dann die normale Scheibe einhakt, also andersrum versteht sich, so rum, und dann hakt man das ein.
Für den automatischen Öffner muss man aber relativ mittig Löcher haben. Hier, da ist aber nichts. Wenn das ist ja die Schiene, wo die Scheibe drin aufliegt quasi. Wenn das aber schon eingebaut ist, habt ihr keine Chance, da drin zu bohren. Aluminium lässt sich ja, weil es ja nachgibt, unheimlich schwer bohren. Also habe ich das jetzt wieder rausgeholt. Legt mir das jetzt halt hier hin. Das erste Loch habe ich mir schon markiert. Ja, ist gut. Ja, jetzt fehlt mir auch noch. Du kannst jetzt erstmal abbauen. Gut. So. Loch ist drinne. Um den richtigen Abstand zu haben, nehme ich mir einfach den Haken, der dabei ist. Leg mir den drauf, weil das ist auf jeden Fall kompatibel. Ich hoffe nur, dass es jetzt die richtige Seite, doch müsste aber sein. Zack, angehalten. Okay, da ungefähr muss das Loch rein. Ein bisschen Spiel hat man ja. Aluminium bohren. Das macht immer wieder Spaß. So, hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Nochmal kontrollieren. Ja, passt so ungefähr. Hundertprozentig gerade kriegt man das auf diesem Weg sowieso nicht. Aber es funktioniert. Joa. So, damit ihr da Bescheid wisst, nur ein kleiner Tipp von mir. So, ich schalte uns jetzt erstmal wieder weg. Verdammte Hacke. Die Schrauben sind so klein. Eieieiei. Geschick braucht man. Aber das habe ich ja so ein Glück. Naja, irgendwann habe ich die Dinger halt drin gehabt. Also die Schrauben. Hat das Spaß gemacht. Gar nicht.
Und wenn man dann irgendwann auf dem Endspurt ist, merkt man noch nicht mal, dass man noch mal 500 Kilo ungefähr Erde bewegt hat. Ja, jetzt waren wir fertig. Tropfschlauch liegt. Super. Freude. Auf der rechten Seite seht ihr ja unser altes Gewächshaus. Man sieht ganz deutlich, dass man quasi durchschauen kann. Auf der linken Seite das neue. Und deswegen stelle ich mir echt die Frage, baut sich diese UV-Beschichtung irgendwann mal ab oder ist das normal so? Da möchte ich echt mal wissen, was ihr darüber denkt. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, danke für jeden Kommentar. Ja, ich mache mal ein kleines Fazit. Ist ja schon unser zweites Gewächshaus, habe ich ja schon mehrfach drüber gesprochen. Also, man braucht doch seine Zeit. Wir haben jetzt insgesamt wohlgemerkt mit dem Fundament, die Katja hat noch die Steine drumherum gelegt, was ich total schön finde. Kann man das eigentlich richtig sehen? Na, vielleicht sieht man es so ein bisschen besser. Es dauert wirklich, wir haben 14 Stunden gebraucht, inklusive Steine rumlegen, Fundament machen und auch mit meinen Blindnieten. Blindnieten dauert wirklich sehr, sehr lange, ist mir aufgefallen. Seltsamerweise oder traurigerweise haben mir ungefähr 50 gefehlt. Also hier sind jetzt ca. 100 drinne, 50 fehlen mir noch, aber dann niete ich halt später nach. So, kommen wir einfach jetzt erstmal zu dem ganzen Aufbau selber. Also, die Anleitung hat sich seit dem letzten Mal nicht verbessert. Dafür, dass, okay, für chinesische Verhältnisse ist das eigentlich relativ gut gemacht, aber man vergisst halt hin und wieder mal ein, zwei Punkte oder Schritte. Und dann stehst du dann da, musst wieder auseinanderbauen. Die Katja hat häufig gut reagiert und hat gesagt, warte mal, da fehlt doch was. Das kennen wir von letztem Jahr. Und tatsächlich, das war dann auch so. Das Ganze hat, ich habe eben gerade mal wirklich durchgerechnet, ca. 170 reine Teile inklusive Scheiben natürlich. Also 170 Teile nur alleine. Plus 200 Schrauben. Also 198 Schrauben sind es insgesamt. Zwei blieben über, also könnt ihr euch... Nee, doch, 198 Schrauben, genau. 198 Schrauben, zwei blieben über. Könnt ihr euch also ausrechnen, wie viel man braucht. Hä? Geht schon. Aber Preis-Leistung, finde ich, ist absolut in Ordnung. Ich möchte jetzt hier auch keine Werbung machen. Also wir haben das jetzt von TechTake. Die gleiche Anleitung, so wie ich das gesehen habe, ich mir gerade noch mein Internet angeguckt, die gleiche Anleitung, beziehungsweise das gleiche Gewächshaus, kriegt ihr aber auch bei Däuber. Als Beispiel, weiter habe ich nicht geschaut, wo es ein bisschen mehr kostet. Also dieses Gerät hier, bei der Größe, und es ist ja wirklich schon ganz schön groß, kostet roundabout mit Fundament, Sockel, also diesen Sockel, den wir ja vorher vergessen hatten, ungefähr 300 Euro. Und ich finde, das ist in Ordnung. Das Einzige, was mich irritiert, daher die Aufnahme von eben gerade, diese besagte UV-Beschichtung, also hier ist es ja so milchig im Moment noch, diese UV-Beschichtung scheint sich irgendwann aufzulösen, weil bei einem alten Gewächshaus, ich hoffe, man konnte es irgendwie ein bisschen erkennen, bei einem alten Gewächshaus ist es überhaupt nicht mehr gegeben. Ich kann also quasi durchgucken, was hier ja nicht möglich ist. Also ich kann nicht bis zum Nachbarsgarten schauen. Scheint sich also aufzulösen, diese UV-Beschichtung. Naja, also alles in allem, Spaß hat es gemacht, man muss echt Geduld haben und immer drei Schritte vorausdenken, bevor man eine Schraube reindreht, weil dann musst du sie später wieder rausdrehen. Weil, also was nach wie vor ein großes Manko für mich jedenfalls ist, warum bietet man ein und der gleiche Anbieter, ist ja nicht der Hersteller. Man labelt das um, dann steht da halt TechTech drauf oder Däuber, darum geht es gar nicht, da kann man deswegen auch was anderes draufstehen. Wenn ich ein Produkt anbiete und habe dann noch so Gimmicks, wie zum Beispiel diese Fensteröffner, was ich ja vorhin auch schon gezeigt habe. Wieso ist das nicht kompatibel? Wieso muss ich erst wieder alles auseinanderbauen und händisch Löcher reinbohren? Das frage ich mich. Also das ist doch, also das finde ich ein bisschen scheiße. Ja, kann man wirklich so sagen. Aber alles in allem scheint es hier zu funktionieren. Also auf jeden Fall, die Fenster gehen langsam aber sicher zu. Wir haben es aber auch noch richtig warm im Moment. Ja. Naja, also ich freue mich, Gewächshaus steht, Töpfe sind drinne, also unsere Kübel, den Tropfschlauch habe ich auch gelegt. Ach so, also die Zeit inklusive Kübel, Tropfschlauch und so weiter und so weiter. Also vielleicht könnt ihr mal drei Stunden von abziehen, vielleicht sogar vier,
also wenn man das Nieten auch noch abzieht. Aber ansonsten würde ich sagen, hat sich gelohnt. Jetzt können wir uns endlich mal ein Bierchen gönnen, würde ich sagen. Also, in diesem Sinne, Gewächshaus Nummer 2 ist fertig. Euer Carsten. Haut rein, bleibt sauber, bleibt gesund. Tschüss, ne?